The Second Vision Gallery in Second Life. Diese bestand ursprünglich aus nur einem Gebäude. Nunmehr sind es 8 Etagen. Am Boden vor dem Eingang zum Level 0 befinden sich noch einige Hinweise auf die sonstigen Themen. Ansonsten ist das Erdgeschoss den 70er Jahren gewidmet. Hierzu findet sich im Gebäude und auf dem Dach des Gebäudes viele Buchhinweise und Gegenstände. Level 1 ist dem klassischen, aber außergewöhnlichen Maler Hieronymus Bosch gewidmet. Hier gibt es viele Bilder, ein Buch und auch Objekte zu sehen. Level 2 ist der klassischen Malerei gewidmet, aber auch Zeichnungen und Ähnliches sind vertreten. Alles kann man natürlich auch kostenlos mitnehmen. Level 3
zeigt Bilder und gibt Informationen über Edvard Munch, am bekanntesten durch Der Schrei. Edvard Munch war mutmaßlich manisch-depressiv und hat sehr interessante, beeindruckende, aber auch schöne Bilder angefertigt. Level 4 zeigt einen Philosophen, nämlich Ernst Bloch, der durch sein Prinzip Hoffnung bekannt wurde. Bücher, Notcards und Fotografien informieren über ihn. Auf Level 5 findet sich wieder ein klassischer Maler, Giuseppe Arcimboldo, der durch seine Gemüsebilder die menschliche Körper und Köpfe darstellen, bekannt wurde. Level 6 zeigt Zeichnungen des wirklich außergewöhnlichen Illustrators
Grand Tunnel, der leider viel zu früh wahnsinnig wurde und starb. Zeichnungen, ein Buch und einige Figuren informieren hier. Level 7 ist quasi zweigeteilt. Im Inneren des Gebäudes befinden sich zahlreiche Cover von Science-Fiction-Magazinen und ähnliches. Außerhalb ist eine kleine Ausstellung von Raumschiffmodellen in Second Life zu besichtigen.